In Robert Schumanns Jugend spielen die Erzählungen und Romane der Romantiker eine große Rolle. Sein Vater ist Buchhändler in Zwickau, einer Stadt in Sachsen. Robert wächst sozusagen zwischen Büchern auf und liest, was ihm in die Hände kommt. Er ist ein strahlendes Kind, der jüngste von fünfen. Seine Mutter nennt ihn ihren Lichtpunkt. Musikalisch macht er sich nicht besonders bemerkbar, eher dichterisch. Das kommt allerdings nicht von ungefähr. Sein Vater schreibt nämlich Romane, in denen es oft düster, schaurig zugeht. Ach, da bist du ja, Robert. Du kannst mir gleich helfen. Ich bin mitten in meinem neuen Roman. Junker Jörg und seine Melisande müssen fliehen und haben sich im Finsterwald verirrt. Sie sind gerade in eine Burgruine geraten. Klingt ziemlich gruselig. Ja, ja. Ich kann auf keinen Fall jetzt aufhören zu schreiben. Und es ist eine neue Lieferung mit Büchern gekommen. Kümmer du dich drum. Lass mich allein. Na, hoffentlich sind der Brentano und der Jean-Paul dabei. Auf die warten wir schon so lange. Ich werde gleich nachsehen, Vater. Und du kannst dich auf mich verlassen. Darf ich danach noch ein bisschen lesen? Was du willst. Die ganze Buchhandlung steht dir zur Verfügung. Und Robert liest die Märchen der Brüder Grimm, Nussknacker und Mausekönig, Undine, Werthers Leiden, Gockelhinkel und Gackeleia, Ivanhoe und Schulmeisterlein Wutz und. Er hat kaum Zeit für den Musikunterricht, aber das Dichten ist eben wichtiger. Doch dann besucht er zusammen mit seinem Vater ein Konzert des berühmten Klaviervirtuosen Ignaz Moscheles. Was man mit Tönen alles sagen kann. Ungeheuer viel kann man mit Tönen sagen. Sogar das, was man eigentlich nicht sagen kann. Es ist sonderbar, dass ich da, wo meine Gefühle am stärksten sprechen, aufhören muss, ein Dichter zu sein. Jedenfalls sind Robert und das Klavier von da an unzertrennlich. Er scheint Talent zu haben, fantasiert, improvisiert und komponiert nur so für sich und seine Umgebung. Wenn auch die Bücher noch immer am wichtigsten sind und Robert seinen Freunden damit ganz schön auf die Nerven geht. –